So. Schnell, 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 schnell. Ach, hey. Jetzt sind aber viele hier. So. So, Hammer. Oh, hier auch noch. Die. Wir schaffen es. Müssen wir noch irgendwas machen? Haben wir noch irgendwas? Yes! Viel alte Sounds und Musik aus dem Film war verloren. Oh Gott. Ja, die mussten das rekreieren. Ist aber ist absolut gelungen. Absolut gelungen. Das stimmt nicht. Ich verstehe nicht. Primärsystemeinsturz. Systemweite Störkaskade. Oh, Scheiße. Okay. Marlow hat eine Überlastung erzwungen. Das Schiff wird in zwei gerissen werden. Jetzt komm da raus. Was? Wie? Jetzt komm da jetzt. Komm da nachher raus, dann muss man vor die Tür. Oh nein, Alter. Kommen Sie. Oh, scheiße. Run, run. Run. Oh. So, so. Hei, 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 hei. Wie? Oh Gott, Lobby kommt richtig? Ah, stütz dich! Oh, 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 oh. Ah! Nicht gut, nicht gut. Okay, irgendwie brennt alles. Okay, ich denke mal wahrscheinlich die einzige Tür, die nicht brennt, ist halt der Weg, den du lang musst. Oh. Hey. Hau ab doch. Jetzt lauf doch, Mann! So, rein ins Cockpit. Los, schnell, schnell, schnell. Ja, lass dir Zeit. Geh in Ruhe rum. Setz dich ganz in Ruhe hin. Schnell, steuern, ganz entspannt an. Okay. So, das war jetzt mit der Anisidora, oder was? Ricardo. Ist das jetzt das Rettungsschiff, mit dem wir uns verpissen wollten? Die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von erstmal, ihr noch sitzt ein Chef im Flug. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Ist doch nicht wahr, ey. Okay, also wir müssen auf die Torrents. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sevastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Ja, das sehen wir so bei uns. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Und Rückspiel. Genau. Okay. Hupe noch probieren. Achso, warte mal, jetzt sollte ich vielleicht nicht mehr rennen. Jetzt bin ich schon. Ich bin schon wieder auf der Sevastopol. Nein! Schischkebab, ey. Heißt also wieder, nicht mehr rennen, geduckt und Elend sind überall. Ich dachte, ich hätte es runtergeschafft, ey. Scheiße. So, würde ja noch irgendwo mal speichern. Haben wir denn irgendwo einen Savepoint gerade gehabt? No. No. Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Ach, scheiße, ich muss nach da hinten. Mann, das ist da nicht. Endlich, ich hab den Flammenwerfer. Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Seeks ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet, nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was meinen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gemeinsam übernehmen. Können Sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern, die sind gefährlich und verzweifelt. Scheiße. Ich will einfach nur mal nach Bewegungen ausschauen. So, heißt aber auch, wenn die anfangen zu ballern, kommt das eh in hoch.
So, nun aber flink. Was mach hin? Oh, bitte seh mich nicht. Das dauert so lange. Los, mach hin. Oh Gott, ist so laut. Rinna. Hoppi hoppi. Oh, jetzt sagte ich aber, jetzt krieg ich hier gleich irgendwie einen Gewehrknüppel auf den Kopf. Ah, so, alles klar. Oh, warte mal, hier ist lang. Hier können wir lang. Okay, nee, ich muss tatsächlich hier hinten hin. Hier wird die Musik weiter. Waren wir in dem Raum schon mal drinne? Ja, müssen wir wahrscheinlich. So, jetzt kurz mal umstellen. Wer weiß, wann uns hier so ein kleiner Facehugger entgegenkommt irgendwie. Und da ist natürlich so der Bolzenschießer auf jeden Fall die völlig falsche Waffe für. Warum ist hier einer direkt davor? Scheiße, wie weit muss ich laufen? Das ist verdammt weit, ey. So, könnte er denn hier raus? Und, naja, aber er sieht es doch auf jeden Fall, wenn ich jetzt die Tür aufmache. So, gucken wir mal, was er weggeht. Ich bin hier, seit ich zuletzt geschlafen habe. Bitte leise und gib nochmal Taschenlampe aus. Wie gesagt, der Taschenlampe aus. Mach leise, mach. Okay, cool, cool, cool. Das ist natürlich geil, weil das hat tatsächlich schön leise gemacht. Nicht gut. Syntheten sollten nicht einfach nur Nahrung. Da bin ich ja fast am überlegen, ob man jetzt wieder hier zurückgeht und versucht durch die Mitte irgendwie zu kommen. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht so viel was bringen, wa? Waren es nicht Jens, Mehrzahl? Ja, stimmt. Danke, Dave! Das sind natürlich Aliens. Viele. Sehr, sehr viele. So, okay. Könnt ihr probieren? Verstehe auch nicht, warum das so lange dauern muss hier. Mich. Ja, du hast mich auch nicht gesehen. Ich bin auch schon weg. Aber gut. Lass mich einfach in Ruhe. Ich denke, das Alien wird jetzt kommen und wird das jetzt sowieso klären. So, wo geht denn der Gang jetzt hier hin? Sind. Okay. Okay, cool, 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 cool. Cool. Orbitalstabilisatoren auf. Hinter mir ist auch viel. Oder? Nee, noch nicht. Achtet. Okay.
okay. Also den. Als warteten wir tatenlos auf den Kinder gerade so treiben. Scheiße. Was war das? Nein, lad danach. Oh. Wie geht es dir? Alles klar? Jeder im. Scheiße. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dich gewarnt. Ah, scheiße, aber was soll's. Ist da jemand? Like auf seine Insel, der Gute, ja. Scheiße. So, wir sind aber schon, glaube ich, ganz gut dran hier irgendwie. Wenn wir hier um die Ecke gehen, finden sie Ricardo. Ich würde so gerne irgendwo speichern. Was auch immer du bist, ich weiß, dass du hier. Nein, Alter! Nein, wieso? 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 Das war jetzt richtig kacke. Verdammt, ey. Tatsächlich wollte ich jetzt innerhalb des Schranks eine Waffe wechseln, aber das macht er nicht. Er geht dann sofort raus, wenn du jetzt aufs Auswahlmenü gehst, ey. Komm raus. Man lasst mich da einfach alle in Ruhe. Ich weiß, dass du hier bist und dass du ein Mensch bist. Nee. Eine kleine Elfe. Ich weiß, dass sie hier sind. Ah, so. Und schon stecken wir wieder am Schrank fest, ey. Mist. Ich weiß, dass du hier bist. Kann nicht weit gekommen sein. Komm raus. Na, ist doch direkt hier neben der Tür, ey. Heißt also, wenn ich aus dem Schrank raushebe, würde sich wahrscheinlich automatisch die Tür öffnen, wenn sie nicht schon offen ist. Und er sieht mich. Safety first. Alter. Hier ist aber Dusch da. So, warte mal. Okay, Ricardo ist hier vorne drin. Dürfte eigentlich auch noch relativ voll sein. So, Ricardo, wie sieht's aus? Hast du Bock? Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommzentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Das wäre doch geil, wenn irgendwo das alles komplett zentral wäre. Warum? Wieso? Wo müssen wir jetzt hin? Finden Sie das Observatorium der Sowas zu Pol?
Sensoren auf 40%. Und schauen wir mal, ob wir da so vernünftig durchkommen. Warte mal, wo geht denn der Schacht hin? Ah, da würden wir zurückgehen, schade. Aufzug rufen, das ist ein Aufzug. Okay. Das ist immer nur so eine Sache irgendwie. Wenn man auf den Aufzug warten muss, passiert meistens hier irgendwas in dem Spiel. Okay, cool, cool, cool. Sehr schön. Weiter gejuckelt. Kommt jetzt natürlich immer drauf an. So, haben wir jetzt menschliche Gegner oder haben wir jetzt die Aliens irgendwie? Weil tatsächlich ist jetzt ja nicht kaputt. Ah, okay, man kann. Ah, oh, schön, 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 schön. Man kann über die Zifferntasten kann man durchschalten. Das ist natürlich sehr geil. So, safe. Die First. Haben wir doch auch schon tausendmal. Ich bin schon jetzt das dritte Mal, dass ich in diesem Spiel hier bin. Das dritte Mal. Das ist doch Wahnsinn. Verdammt, ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet da draußen auf uns. Apollo lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es nochmal. Okay. Ach, Mist, sie kommt von oben hier hin. Doch. Oh, jetzt hier. Schafft. Okay, okay, cool. Ich glaube, das geht ganz gut. Schuss von hinten tot. Achso, können wir uns durchschneiden. Flamme an! So, sehr schön. Haben wir. Hebel benutzen. Und runter geht's. Tot aus. Oh, ihn hat's auch. Ihn hat's erlegt. Ihn hat's erwischt. So, stimmt, bauen. So, können wir ihn durchsuchen? Nein, können wir nicht. Das ist blöd. Ist ansonsten noch irgendwas? Ah, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Hier gibt's auch nichts. Okay, dann rennen Leiter hoch, würde ich sagen. Klädäm. So, und oben ist jetzt so ein Fernglas. Nutzen Sie das Ortungssystem, um die Torrents zu finden. Okay. Wie denn das jetzt? Ah, okay. Okay. So, Eingabetasten, Tastenbewegung und Eingabe drücken. Ah, okay, alles klar. Rot leuchten. Das denkt man immer, man hat verkackt, wenn es rot leuchtet. Was? Okay, alles klar. Ja, da haben wir mal die kleine Parabolschuss immer ausgerichtet. Nee, haben wir nicht. Wir haben den Fahrstuhl aktiviert. Hm, okay, schade. So, Junge, Junge, Junge. Und hier ist Nummer 3. Minispiele sind schon ein bisschen witzig in dem Spiel. Ja,
Jetzt müssen Sie noch die Schüsseln manuell auf die Position der Torrents ausrichten. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Warum funktioniert denn hier nicht automatisch? Geben Sie die Koordinaten an die Torrents manuell weiter. Sollen wir uns das jetzt merken? 35a, 75b. Chat, tut mir mal einen Gefallen, merkt euch das mal ganz kurz irgendwie. Falls ich es mir nicht merken kann. Was sehr wahrscheinlich ist. So, okay, wir müssen wahrscheinlich wieder runter. Ja, wir müssen wieder runter. Wieder zurück zu den anderen Pennern da. So, warte mal, wo muss er hin? Ach, komm, ey. Hör doch auf. Wenn die Wege jetzt immer weiter, kann es sein? Das kommt mir so unverhältnismäßig weit vor. Ich kann den Eingang zur Luftschleuse von hier aus entsperren. Einen Moment. Zur Luftschleuse. Oh. Das ist natürlich sehr geil. Ja, ich hab's. Denk mal nach vorne rein, wa? Probier's mal. Zups. Ah, schade, ja. Das hat jetzt wirklich nichts gemacht, wa? Hassassassassassassa. Schon noch mal ein bisschen Aktivität hier. Wir schaffen es, das verspreche ich. Mensch. Wo ist man jetzt hin? Ist hier vorne wirklich ein Schacht, wo ich hin muss? Ich kann mir nicht vorstellen, eigentlich so richtig, aber wahrscheinlich wird es so sein, wa? Ah, Mist, ey. Na los, irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Hin. Hä? Schickt er mich jetzt wieder zurück? Ah, okay. Ah, alles klar. Okay, gut. Denn so. Hörst du Fiepsen? Gehört Fiepsen, wa? Wo fiepst das hier? Oder ist das der Fahrstuhl, ne? Schade. Ich dachte, ich kann irgendwo speichern. So, denn auch mal an alle lurkenden Zuschauer da draußen einen wunderschönen guten Tag. Wir sind im Grand Finale von Alien Isolation. Und das Ende ist spürbar schmeckbar bald erreicht. Vielleicht noch eine Stunde, wer weiß. Alter, was ist los? Kann man mal den Aufzug hier mal irgendwie, ich weiß nicht, warten? Quietscht ein bisschen. So, schnell speichern. Für unsere lurkenden Zuschauer heute. So. Muss ich jetzt hier, ich muss wahrscheinlich einen Feldsprung-Spaziergang machen. Okay, ziehen wir uns mal schnell wieder. Also, trotz des vielen Backtrackings in dem Game, muss man wirklich sagen, ist das Spiel nicht langweilig oder monoton, finde ich persönlich irgendwie. Also, ich finde es wirklich krass. Das ist mega geil. Ich freue mich wirklich irgendwie, dass ich es hier wirklich auch spielen konnte. Und vor allen Dingen, dass ich es mir nicht mal getraut habe zu spielen. So, Tür verschlossen, warum? So, muss warten. Druckausgleich. So, Stunde, optimistisch. Yes, geht ja nach draußen. Ja komm, warum denn nicht? Oh, geile Mutter. Oh, nice. Beeilung, wenn die Sevastopol erst fällt, ist die Kacke richtig am Dampf. Ja, mach mal Stress, Alter. Glaub, das liegt alles im großen, dichten Abo im Spiel. Es fühlt sich einfach jede Sekunde nach Ehen an. Absolut. Absolut, Dave. Achso, das war bloß Weltraumstuhl. Krass. Das sieht einfach mega aus. Ich renne übrigens und das ist es. Geil.
auch einfach geil. Also halt auch so vom Level-Design irgendwie muss man wirklich echt einen Kniefall vor den Leuten machen, die irgendwie die das Ding entwickelt haben. Es ist wirklich der Hammer. Was treibt da? Was ist das? Ist das die Lebenserhaltungseinheit der Sevastopol? Schön. Schön. Oh, ich spüre dieses Reiskorn noch in meiner Nase. Es ist eklig. Es ist eklig. So. So, ist hier irgendwas? Okay, ist von den Machern von Total War Strategiespielen. Erste Reihe dieser Art. Ihr erstes Spiel dieser Art. Ja, Total War ist ja tatsächlich eher so ein Strategie-Ding, ne? Irgendwie. Also so ein strategie-rundbasierter Player eigentlich, ne? Möchte ich mal so vorsichtig sagen. Ich habe selber noch kein Total War gespielt irgendwie, aber ich kenne es so ein bisschen so von Videoausschnitten und Bildern, sagen wir mal so. Da kam man mir immer so vor, so ein bisschen so wie Warhammer. Nur mehr, glaube ich. Geben Sie die Koordinaten ins Terminal ein. Wo denn? Wo ist denn mein Terminal? Warum ist denn eine Terminal am Arsch der Welt, Alter? Was ist, also... Gibt es da keinen kürzeren Weg? Theoretisch wahrscheinlich, wenn man mit voller Geschwindigkeit laufen könnte, wäre das Spiel wahrscheinlich in 4 Stunden um. Aber man ist gezwungen zu schleichen. Hello? Okay, Taschenlampe kann ich natürlich nicht aktivieren mit dem Ding. So, na denn. Zieh am Hebel. Okay, scheinbar müssen wir hier klumpsen. So, fangen wir mal. Geht nicht. Okay, warten wir mal. Bitte lass jetzt hier keine Ehe kommen. Ich habe keine Waffe, weil ich kann auf nichts zugreifen. Wegrennen geht auch so semi nicht. So gar nicht. Schön hier. Schön hier. So, und können wir? Nee, können wir immer noch nicht. Oh, warte mal. Doch, jetzt. Rechte Maustaste. Zieh dran, mein Freund. Rechte Maustaste. Zieh dran, mein Freund. Und nochmal rechte Maustaste. Zieh dran, junge Dame. So, und hier habe ich noch irgendwas gesehen. Notfallklemme. Rechte linke Maustaste und nochmal ziehen, bitte. Hier drüben auch noch so ein Ding? Nee. So, das habe ich doch gut hinbekommen, möchte ich sagen. Gehe ich jetzt weg? Stellt euch schon mal vor, ihr müsst sowas in so einem Raumanzug reparieren draußen. Das sind doch mal erschwerte Arbeitsbedingungen. So, okay. Haben wir das oder was, wa? Alles klar. Let's go back. Didu, 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 didu. Aber tatsächlich, wenn ich sehe, ich habe auch schon so richtig Bock auf Dead Space, wa? Ich sehe da hier auch im Design stellenweise auch so ein bisschen so Parallelen, gerade hier draußen. Ich freue mich, 27.01. So, aber erstmal ein Weltraum-Horrorspiel beenden. Dead Space, ja, wenn Remake kommt, versinke ich auch erstmal. Ja, Dave, ich werde es bei Release am 27.01. ab 9 Uhr hier streamen, den ganzen Tag, bis ich durch bin. Wenn du Bock hast, sei mit mir. Oh. Streams oder Video gucke ich mir später an. Kann ich vollkommen verstehen. Wenn man natürlich selber Bock drauf hat, erstmal. Denn will man natürlich erstmal selber spielen und sich auch nicht spoilern lassen. Obwohl am Anfang wirklich echt. Ja, ein schön happer Preis ist, muss ich sagen, so. Also, das ist schon wirklich... 70 Euro für so ein Spiel ist schon bitter. Oder 60. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es reicht auch, wenn hier irgendein Schrapnell geschossen kommt irgendwie und einfach hier meinen einen Anzug aufreißt.
Ist das Glasscherm oder was? Krass. So der Maske gigantische Raumstation, ey. Warum explodiert da hinten? Warum sieht Feuer? Was ist denn das? Ich hier gerade irgendwie Schüsse? Was war das?